Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir haben heute um 19 Uhr eine neue Evolution bekommen. Und diese Evolution kostet 100k. Aber wovor jetzt der ein oder andere sagt, okay, ich habe keinen Bock, 100k für diese Evolution auszugeben, guckt euch bitte mal an, welche Spieler in die Evolution reinpassen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, für den einen oder anderen wird sich diese Evolution auf jeden Fall lohnen, weil sie ist wirklich krass. Ich zeige euch das einfach mal bei mir hier. Wenn ich hier auf die Auswahl gehe, ich kann einfach meinen Cristiano Ronaldo da reinpacken. Ich hatte euch ja damals gesagt, wie man diesen Cristiano Ronaldo bekommt. Den kann man sich jetzt leider nicht mehr machen. Deswegen umso wichtiger, gerne Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr solche Tipps halt nicht mehr verpasst. Und ich kann ihn einfach auf eine 94 hoch evolutionieren für 100k. Und ich finde, diese Karte sieht richtig, richtig nice aus. Das Einzige, was so ein bisschen blöd ist, ist halt sein Bild. Ja, da hätte ich so ein Dynamic Image viel, viel geiler gefunden. Aber okay, kannst du nichts machen. Aber ich werde auf jeden Fall, weil ich diesen Cristiano Ronaldo im Verein habe, werde ich den auf eine 94 evolutionieren. Einfach, weil ich Bock darauf habe. Wenn ihr keinen Ronaldo im Verein habt und nicht wisst, wen ihr evolutionieren sollt, auch nicht schlimm, ich habe euch, ich glaube, 5 weitere Spieler rausgesucht, die meiner Meinung nach die besten Spieler für diese Evolution sind. Und eine Karte ist noch dabei, die ist auch richtig, richtig krass. Das war damals eine SBC. Ich glaube, die gucken uns das auch direkt als erstes mal an. Und das ist niemand Geringeres als Ruud Gullit. Ja, wenn ihr damals die SBC gemacht habt, die ist am 22.12.23 ausgelaufen. Da habt ihr eine 89er Gullit für bekommen. Und wenn man mal ehrlich ist, der ist jetzt nicht mehr unbedingt spielbar als Icon. Das Schöne ist, der passt auch in diese neue Evolution hin rein. Heißt, ihr könnt für 100k euch einfach einen 93er Gullit evolutionieren. Ich sag euch ganz ehrlich, erste Wahl ist, wenn ihr diesen Gullit im Verein habt, macht ihr euch den, ja. Wenn nicht, dann macht ihr euch den Cristiano Ronaldo, wenn ihr den im Verein habt. Aber keine Sorge, ich habe jetzt auch noch weitere Evolutions für euch mit Spielern, die ihr nicht im Verein haben müsst. Also die ihr euch auf dem Markt kaufen könnt und dass da halt für jeden was dabei ist, ja. Eine der besten Karten, die ihr evolutionieren könnt, ist auf jeden Fall Raphael Varane. Der hat einen Meta-Rating von 99,6. So sieht die Karte aus, wenn ihr den in die neue entscheidende Pässe-Evolution reinpasst. Um diesen Raphael Varane zu bekommen, ihr kriegt den, by the way, auch noch auf dem Markt. Das heißt, man muss immer relativ schnell sein, um sich die Karten zu kaufen. Für diese Karte braucht ihr seine Ud Birthday-Version. Die ist natürlich nicht mehr zu ziehen. Heißt, wenn da jetzt die Nachfrage steigen wird im Laufe der Zeit, geht der wahrscheinlich auch extinkt, aber wie gesagt, aktuell ist er noch da und der sieht evolutioniert richtig, richtig gut aus. Ähnliche Karte wie Raphael Varane, beziehungsweise vom Modell her die gleiche Karte oder von der Promo her, ist Eder Militao. Ja, da kostet die Ud Birthday Karte aktuell 235.000 Münzen und wenn ihr den in die neue Evolution reinpasst, sieht der sehr, sehr gut aus und es ist natürlich auch noch die beste Karte, die ihr aktuell von Eder Militao haben könnt. Ja, so besser geht's nicht. Dann schön im TOTS-Design, sieht sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Der Vorteil bei Raphael Varane und bei Eder Militao ist natürlich, die haben nicht diese Gold-Bilder, diese Goldanzeigebilder, sondern wirklich diese Dynamic Images und die sehen sehr, sehr gut aus. Noch ein Verteidiger ist Marquinhos, da braucht ihr diese blaue Karte, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, welche das ist. Ich glaube, seine Eiskarte, wenn mich nicht... Nee, die Eiskarte sieht anders aus. Ich kann es euch gerade gar nicht sagen, welche Karte das ist. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es aus dem Kopf wisst. Kostet aktuell 225k, Meta-Rating von 96,5. Ist meiner Meinung nach nicht so gut wie Eder Militao oder Raphael Varane. Also ich würde, wenn ihr einen Verteidiger evolutionieren wollt, auf jeden Fall mit einem der beiden gehen, die ich vorher genannt habe. Aber auch hier, ja, wir haben eine aktuelle TOTS-Karte von Varane. Ich zeige euch erstmal, wie der fertig evolutioniert aussieht. So, und wir haben eine aktuelle TOTS-Karte von ihm, die sieht nicht viel schlechter aus und die kostet auf dem Markt zum jetzigen Zeitpunkt noch 600k. Ja, also die kriegt man auf jeden Fall günstiger, indem ihr halt seine blaue Karte kauft und die evolutioniert. Ein weiterer Verteidiger, den ich sehr, sehr feiere und ihr wahrscheinlich auch, ist Van Dijk. Der hat natürlich einen Tots, der sieht einfach sehr, sehr krass aus. Den suchen wir uns jetzt auch nochmal. Das ist natürlich die beste Karte. Wenn wir Van Dijk hier als Tots suchen, wir gehen einmal rein. Zack, da ist er, 97er Rating. Da kommt natürlich keiner dran. Ja, also die Karte sieht
boah, da dürft ihr euch, das dürft ihr nicht vergleichen. Ihr bekommt aber verhältnismäßig eine gute Van Dijk-Karte für einen schmaleren Taler. Ja? Um diese Karte zu bekommen, müsst ihr einmal die 100.000 für die entscheidende Pässe-Evolution ausgeben und einmal die 270.000 für sein 90er in Form. Und wenn ihr ihn dann fertig evolutioniert habt, sieht der Mann so aus. Vom Pace könnte es meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr sein, aber okay, es ist Van Dijk, ja, und diese Karte für 370.000, 94er Van Dijk, kann man sich auf jeden Fall noch snacken. Ich habe noch eine Karte gefunden und die müsste tatsächlich im Verein haben, die war aber for free. Ich hoffe, die hat jeder von euch mitgenommen. Und das ist die Karte von Alonso. Das ist eine der besten Karten, die ihr wirklich in diese Evolution reinpacken könnt. Ihr seht, das ist ein 99,9 Meta Rating, also besser geht nicht. Und von den Stats her sieht diese Karte halt wirklich sehr, sehr gut aus. Alle Stats sind also rundum einfach eine solide Karte, wenn man so sagen möchte. Und um den zu bekommen, braucht ihr jetzt eine Base-Version. Ja, diese Base-Version konnte man sich vor ein paar Wochen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wann, im Zielpass oder im Season-Pass, es war eine Zielaufgabe. So war es, eine Zielaufgabe, den konnte man sich erzocken, musste irgendwie 6 oder 7 Games machen, also konnte man easy mitnehmen. Und wenn ihr den mitgenommen habt, kann man nur sagen, GG, 100.000 drauflegen und ihr bekommt einfach ein 94er Xabi Alonso mit diesen Werten hier. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Also wenn ihr Alonso, Ronaldo oder Hullet im Verein macht eine dieser Karten safe für 100.000, kriegt ihr ein richtig saftiges Upgrade. Und wenn ihr keiner dieser drei Karten im Verein habt, habe ich euch jetzt so die besten Möglichkeiten gezeigt. Da könnt ihr euch überlegen, ist es mir das wert, diese Karte zu evolutionieren oder lasse ich es einfach bleiben. Aber ich wollte euch einfach mal in diesem Video zeigen, was mit der neuen Evolution so möglich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, um solche Evolutions halt nicht mehr zu verpassen. Gerade sowas wie Cristiano Ronaldo. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Seth. Ciao, ciao.